So, und jetzt ist es auch so, dass ja, das klingt jetzt so ein bisschen aus, auch bei Palermo, weil man muss ja einfach sagen, also das war schon sowohl was YouTube angeht, als auch privat, eines der, ja, der krassesten Jahre, die ich jemals in meinem Leben hatte. Und jetzt nach drüben. Oh ja. Ja, das hier muss noch weit... Oh. Mann! Was ist das für eine Technik? Bein, war das jetzt wieder die falsche Richtung? Mann! Hör doch auf jetzt! Mann, dieses Spiel. Ich sag ja immer, das einzige Spiel, was mich manchmal ein bisschen aggressiv machen kann, ist FIFA. Aber das Spiel gehört mir dazu. Oh, Alter, ihr seid richtig investiert. Der Infra-Investor. Ich bin die Leitungslegende. Jawohl. Infra-Investor hat am meisten Geld in Infrastruktur investiert. Eieiei. Das ist was. Am Anfang der Folge hatte jeder ein bisschen Mitleid mit Zombie. Ah, der hat es noch nie gespielt und weiß gar nicht, was er genau machen will. Und so, ja, ich muss bei Finanzen. Oh, wie mache ich das jetzt? Jo, und dann macht er wieder sowas. Es ist typisch. Ja, Marius, dann fang mal vor. Ich versuche dir ansatzweise zu folgen. So machen wir das. Ich habe das mit der Zitrone. Und ja, genau. Genau, die Zitrone. Äußeren Ski. Okay. Belastung. Insgesamt. Auf geht's. Ja, ich fahre jetzt einfach mal so, oder? Okay. So, Leute, jetzt. Oh, da kommt schon einer. Nein, bitte. Huhn, mach nicht diesen. Nein! Junge, wir hatten doch auch mal Villager. Die einzigen, die leben, sind die Schweine, Mann. Die Schweine sind die einzigen. Es ist wirklich einfach unglaublich. Die sind richtig verrückt. Guck mal auch, wie die beiden Schweine... Okay, nur noch vier und... Junge, der ist instant. Ich war fast voll. Die Challenge habe ich nicht geschafft. Feuer! Alter. Oh, habt ihr das noch gesehen? Da ist noch so eine... Ja, wie sagt er? Ich glaube, diese Druckwelle ist da hochgekommen. Was? Wir werden angegriffen. Was ist das denn jetzt? Von wo werden wir angegriffen? Ich wollte doch gerade meine Anmoderation machen. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Autoschmuggler-Simulator. Ich gehe mal hier so ein bisschen in den Vorderblick. Ja! Mann! Oh, Alter, was machst du denn? Nein! Warte mal. Können wir mal kurz checken. Jagt ihr mich wieder? Ja, die jagen mich doch wieder alle. Was ist denn euer Problem? Löschen! Challenge Nummer 1. Let's go! Oh. ja, das hat nicht so gut geklappt. Ach Mann, ich hab mir das... In meinem Kopf war das so gut. Lubin, fast geschafft. Ich glaube an dich, Junge. Du kannst es schaffen. Let's go! Ja! Da ist das Ding! Da ist er drin! Damit wir jetzt... Wie? Was denn bei dir? Was ist denn da jetzt passiert? Scheiße! Pff, alles klar! Okay, stopp! So, warte, jetzt den Jump versuche ich ein bisschen sauberer zu treffen. Oh ja, das ist viel, viel besser. Vierfacher? Oh, wir hätten wahrscheinlich sogar einen Fünffachen geschafft. Oh, alles klar. Let's go. Schaffen wir. Oh, let's go. Vierfacher? Ey, war das sogar... Aua. Lautlos eliminieren. Verkleiden. Was soll ich jetzt mit ihm machen? Oh! Ja, Leute. Das tut mir nur leid. Den habe ich auch selber nur gefunden. Ich habe den nur gefunden. Warten Sie, lass mich mal kurz durch hier. Er hat nichts gesehen. Alles gut? So. Oh. Ja. Hi. Na? Ich habe die auch schon so gefunden. Ich breche aber noch mal rechtzeitig das... Ja.
Okay. Weil im schlimmsten Fall muss ich umziehen. Weil wenn der Wasserschaden sich schon so richtig in den Boden und in die Wände reingefressen hat, dann muss hier alles aufgebohrt werden. Ja, der Gutachter hat dann auch meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Boden, nass, Wände, vollgesaugt mit Wasser. Und ja, die Leute meinten, Junge, du musst aus der Bude unbedingt raus. Wenn ihr ein Auto sucht, dann kommt zu Palettos. Die besten Deals, die geilsten Karren. Natürlich, zu Freundschaftspreisen. Oder vielleicht auch nicht. Guck mal, das hält zumindest. So, er kommt, zack. Ja, und jetzt hol der Schwung. Jetzt hol der Schwung. Aber er schafft's, ich sag euch, er schafft das jetzt. Er schafft das, komm Junge, spring! Wahrscheinlich nicht. Nein. Kommt die Figur aus Deutschland? Ich bin in Hamburg geboren. Mach deine Figur Videos über Videospiele. Trägt diese Figur einen Bart? Nee. Also, es kommen zwar mittlerweile ein, zwei Haare aus meinem Gesicht, aber das ist ja auch kein richtiger Bart. Hier kommen keine Haare. Nee. Nein. Ach komm, Junge, das war die vierte Frage. Nee, die fünfte Frage. Nee. Achso, doch, ich habe was mit ihm zu tun, ja. Yeah! Schlüpfen jetzt noch an Hamilton vorbei, vor uns jetzt Verstappen! Was ist passiert? Das war heftig. Bist du okay? Das ist halt, was ich meine mit, ich bin kein so guter Formel-1-Fahrer. So, jetzt müssen wir reinkommen. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Warum ist diese Automatik nicht angegangen? Ich dachte, Alter, weil normalerweise übernehmen die doch dann irgendwann. Zack, Alter. Weniger LKWs auf den Straßen und mehr Geld für die Stadt. Ja, dafür steht Bürgermeister Paluden. Oh, das ist ein viel größeres Terminal. Im Frachtumschlagsplatz für Züge können Güterzüge ihre Ware direkt vom Dock abholen. Was? Wie? Ach, das ist für Züge. Aber es sollte klappen. Das ist gut. Die Tödlichkeit wird auch immer heftiger. Das schaffen wir. Let's go. Yeah. Let's go. Milzband hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Geiles Ding. Die 5 Millionen als erster deutscher Gaming-YouTuber in Deutschland geknackt zu haben, ist eine wirklich tolle Sache. Aber worauf ich persönlich wirklich stolz bin, dass ich das Leben von dem einen oder anderen ein bisschen besser machen konnte. Zumindest für diese 10, 15 Minuten von einem kleinen Paluten-Video. Das wäre cool. Hier kommt der FC Bayern, Vorsicht! Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ja, in Hamburg. Ja, Vorsicht! Mach mal Platz! Oh, aber Alter, es tut mir leid, es ruckelt hier gerade ein bisschen. Weil Linz muss berechnet werden. Junge, was ist denn hier los, Mann? Ja, ich weiß das jetzt auch nicht, wie mir das mit dem WLAN... Oh Gott, ich kann nicht mehr bremsen. Es ist einfach, warum ruckelt das so? Vorsicht, ich habe hier noch so ein Auto vorne. Das fängt sich gleich, Leute. Das ist gleich alles wieder gut. Okay, ich bin so ein Trottel. Alter, ich muss mich gleich richtig beeilen. Ich habe es nicht gecheckt mit dem Gas geben, weil das Spiel ist manchmal so verbuggt. Man muss einmal auf Escape drücken. Ich habe gerade schon W gedrückt. Fahr doch! Er fährt nicht. Er fährt nicht. Ich fahre wirklich. Ich kann nicht mehr gewinnen. Was ist das denn? Ich war im ersten Gang und ich drück W. Das ist so lächerlich. Ach komm. Ach komm. Sekunden. Wir haben das teuerste Auto im Spiel verloren. Junge, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Jawoll, Junge, das war wuselig. Wir sind zurück. Zurück in der Welt von Ark. Nach all den Jahren. Gönn mal rein, Maxi. Jetzt mach mal Stulle, Alter. Alter. Ich glaube, wir sollen hier nicht halten.
Was? Das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben oder so, aber Alter, mir ist echt ein bisschen schlecht. Leute, ich bin vollkommen durchgenudelt. Ich muss auch zugeben, mir ist ein bisschen schlecht. Vor 11 Jahren hat so ein Typ gesagt, oh, ich mache Videos im Internet, vielleicht guckt sich das jemand an. Und plötzlich ergeben sich solche Möglichkeiten, solche Kooperationen. Krass. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von ARK Survival Ascendant. Das Game ist gerade frisch rausgekommen. Jetzt? Was frisst du denn? Warum willst du denn nicht das Fleisch von deinem Homie essen? Du willst mir doch auch eine Mette sagen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber es ist mir egal. Danke für freaking 11 Jahre. Danke, dass ich diesen Kram machen darf. Gerade auch dieses Porsche oder dieses Porsche-Erlebnis hat mir auch nochmal gezeigt, wie krass das einfach ist. Ich bin bewusstlos. Agave, hilf mir! Paletto ist bewusstlos, Alter. Was soll das denn jetzt? Agave, ich werde gefressen! So, da habe ich jetzt selber gealt F4'd. Da hat ja nichts gespeichert. Sag mal, wie werde ich denn jetzt hier verarscht? Der hätte mich doch gefressen. So. Nein, er hat gespeichert, wo ich am Boden lag. Agathe, du musst mir helfen, bitte. Ich lieg hier bewusstlos auf dem Boden, Agathe. Dieses Spiel macht mich fertig. Ich war verlobt, bin's jetzt nicht mehr, sondern ich bin mittlerweile verheiratet. Das ist so der erste große Punkt, dass ich geheiratet habe. Und dann habe ich noch einen anderen Traum gehabt, und zwar eine Familie zu haben und eine glückliche. Kleiner Paletto, eine kleine Paletto, Mini-Paletto, ist auf diese Welt gekommen und das ist das Geilste, was mir in meinem Leben jemals passiert ist. Ich kann diese Haare nicht mehr bändigen. Es ist außer Kontrolle geraten, Alter. Ich kann nur noch Mütze tragen. Da kannst du auch keine Frisur mehr draus machen. Aber hier, oh. Also, das sind meine Haare. Junge, was wird das für ein Video? Junge, Nacken wird für das Ding Kampf. So langsam kann man wieder Oldschool Paletto erkennen, oder? Moin Leute, herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Craft Attack nach ungefähr, ich schätze mal, 7-8 Jahren. Ja, aber da ist dein Bizeps, der ist nicht so dick. Was soll denn das jetzt? Ja, kleiner, war ein kleiner Paletto-Spaß, der war doch nicht ernst gemeint. Ja, du hast in letzter Zeit häufiger so Dinge rausgegeben. Ja, wieso? Was habe ich denn gesagt? Ja, Papa. Cool. Ich habe seinen Kopf. Kannst du behalten. Achso, ja, okay. Ja, ja. Der hat früher immer länger als ich gestreamt, damit er noch ein paar Viewer abgreifen kann. Ja, das weiß ich noch. Aber hat er schlau gemacht. Ja, schlauer Hund, schlauer Hund. War nicht schlecht von ihm. Ja, aber wie macht man das? Wie macht man das? Einfach mal einen dummen Spruch drücken. Einfach mal einen dummen Spruch. Ja, aber der Junge ist doch gestraft genug. Der ist doch gestraft. Nein, kleiner Paletto-Spaß, Hugo. Genau deswegen mache ich sowas nicht. Deswegen mache ich sowas. Das ist doch total gemein. Ja, ja, kleiner Spaß. Kleiner Paletto-Spaß. Tut mir leid, Hugo. Kleiner. Schwörst du hiermit auf den Edgar-Schwur, dass wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Rücken brauche, egal gegen wen, dass du kommst? Anders formulieren müssen wir das einmal. ja, Fabo. Wir müssen es einmal anders formulieren. Dann wäre ich dabei. Man muss ja einfach sagen, also das war schon sowohl was YouTube angeht, als auch privat, eines der krassesten Jahre, die ich jemals in meinem Leben hatte. Um das Ganze zusammenzufassen, wie immer ein Wort, was das Ganze am besten beschreibt. Dankeschön. Und es geht weiter mit Videos. Let's go. Danke.